Stuchlik belässt hier bei einer Ermahnung. Und da ist der angekündigte Wechsel. Der erste Einsatz in der österreichischen Meisterschaft für den belgischen Nationalspieler Alain Bétagnon ist nach 76 Minuten zu Ende. Und mit Matthias Bleier kommt eine echte zweite Sturmspitze ins Spiel der Linzer. Interessant zu beobachten sein, wie sich die Tiroler Abwehr auf diese neue Situation einstellt. Bislang war da nur ein in Blau gekleideter Herr im Strafraum zu bewachen. Und der nächste Wechsel, Didi Constantinis Reaktion, einer aus seinem Hasenstall, das ist der Theo Grüner. Und Magister Tomi Janeschitz holt sich einen verdienten Abgangapplaus. Hat eine Riesenpartie gespielt. Von Didis Burm will der Constantini ja eigentlich nichts hören. Langsam und gezielt will er die Jungen aufbauen. Und so grün ist der Theo trotz seines Namens nicht mehr, hat schon einige Bundesliga-Erfahrung, sogar unter Hans Krankl noch hier in Tirol gesammelt. Großer Bursch mit seinen 20 Jahren, 1,87 Meter groß. Ist ein richtiger Beißer in Zweikämpfen. Ja, mal schauen, wie er sich da einfügt. Nee, Lini Meier mit dem Versuch des Direktschusses. Die ersten Pfiffe am Tivoli werden laut. Gerade hieß es noch kämpfen, Innsbruck kämpfen. Popovic auf einmal aus der eigenen Hälfte. Lang nicht mehr so aggressiv im Vorchecking. Naja, im Vorjahr hätte man gesagt, die Mannschaft ist wahrscheinlich ein bisschen müde von den schweren UI-Cup-Spielen, aber diese Ausrede gilt heuer nicht mehr. Streiter das um und auf im Spiel der Tiroler. Und dann die Schiene, von dem wir in den vergangenen 70 Minuten, 80 Minuten bereits eigentlich sehr wenig gesehen haben. Ein Lieblingsschüler des Didi Constantini, den er von der Admira mitgenommen hat, hat er sich einmal in Abseitsposition bemerkbar gemacht. Geht's besser. Klibowski in der Mitte. Und nach längerer Zeit wieder eine halbwegs gelungene Aktion der Heimmannschaft.
Bühner, Watzinger, das muss es sein, das ist es nicht. Ja, gibt's denn sowas? Eher zufällig hier Robert Watzinger nach diesem Pressball zum Schuss gekommen, aber da das Tor nicht zu machen, war schon fast ein Kunststück. Bei uns kann es recht sein. Keine Vorentscheidung. Das Spiel bleibt weiter offen. Auch in den letzten 8 Minuten. Erste gelungene Aktion von Bleier. Endet mit einem Bauchfleck. Ein Heißsporn, der da ab und zu doch mit dem Kopf durch die Wand will. Gewagte Rückgabe und Pavlovic zeigt uns, dass er auch ohne die Hände zur Hilfe nehmen zu müssen ein ausgezeichneter Fußballer ist. Was hat denn der FC Linz noch im Talon? Zum Beispiel den jungen Garcia, 19 Jahre erst alt, 1,65 Meter nur groß. Vielleicht der Mann, der hier den Ausgleich schaffen könnte. Absoluter Publikumsliebling in Linz und da ist er schon, Edgar Garcia de Rios. Ein technisch brillanter Mann, erinnert sogar ein bisschen an sein Vorbild, an den jungen Hugo Sanchez. Und Roland Husbeck geht vom Spielfeld, das bedeutet der FC Linz in der Schlussphase mit 3 gelernten Stürmern. Joker rechts, Joker links und die 95 in der Mitte. Na, vielleicht wird das was. Madlener sehr bemüht, aber es auch ihm gelingt der letzte Pass meist nicht. Bringt auf jeden Fall mehr Elan ins Spiel als Karadzic vor der Pause. Ja, das Innsbrucker Publikum, das nach der guten ersten Hälfte doch Appetit auf mehr hatte, trägt sich schon jetzt schön langsam mit dem Gedanken, hoffentlich bringt die Mannschaft dieses 1:0 über die Distanz. Keine leichte Aufgabe hier für die Einpeitscher. Erster Einsatz Garcia, 17 gegen 17, bleibt Sieger gegen Hartmann. Und was macht der Motzel? Guter Einsatz, Madlener. Das ist der FC Linz, wie wir ihn aus der Vorbereitung kennen. Zizou mit den lautstarken Anweisungen. Nach vorne, nach vorne. 3 Mann nach vorne, so ist es. Weg von diesem 3-6-1. Am liebsten würde er, glaube ich, selbst spielen, so lautstark wird ein Einschreit. Frené, den ich sehr gelobt habe, der auch eine starke Phase hatte, Mitte der zweiten Hälfte, fällt jetzt wieder merklich zurück. Summa summarum fehlt diesem Team von Zlatko Kranjčar wahrscheinlich auch noch die Beständigkeit. Zeller.
große Beeilung natürlich jetzt im Spiel der Linzer, speziell bei Kapitän Gschneidner, und den Freistoß wird Popovic ausführen. Was wird der Didi Constantini machen in der Schlussphase? In den letzten 4-5 Minuten wahrscheinlich einen Defensivmann bringen. Mit Oliver Prudler hat er einen sehr routinierten noch zur Verfügung. Das war die klassische Abseitsfalle Marke Ajax Amsterdam aus den 70er Jahren. Kommando, alles raus und schon vier Linzer allein im Strafraum. Matzinger. Kein Foul, entscheidet Fritz Stuchlik. Noch eine Möglichkeit der Linzer. Garcia. Kopfballmöglichkeit für Harry Gschneidner. Fast wäre es dem Kapitän gelungen hier. Und da kommt der Idealpass von Schliwowski auf Richie Kitzbichler und der macht das Tor. Das war's. 2 Minuten vor dem Ende die Entscheidung. Und trotzdem macht Didi Constantini noch den von mir fast schon angekündigten Wechsel. Roland Kirchler geht hinaus und Oliver Brudlo mit der Nummer 14 für die letzten Minuten, ja fast schon Sekunden für dieses Spieles in der Abwehr des FC Tirol. Die ganze Sache ist entschieden, aber die Linzer stecken hier nicht auf, und da kommt noch einmal der fast geniale Pass des Maciej Schliwowski, und abgebrüht mit nicht einmal 22 Jahren, perfekter Abschluss, von Rapid umworben. Das Hirn hat gesagt, Rapid, das Herz Tirol, das war die Aussage des Richie Kitzbichler in der Transferzeit. Die Tiroler Fans werden es ihm danken. Faire Geste in der Schlussphase von Daniel Madlena. Während die 91. Minute angebrochen ist, der nächste Steilpass auf den kleinen Kitzbichler. Und jetzt ist wieder Stimmung da. Dieser Treffer hat doch für etliche Leerläufe in der zweiten Hälfte entschädigt.